Moin meine Pommes-Freunde, willkommen zu neuen Moppelive-Video. Heute geben wir der Frage auf den Grund, wann kommt das neue Update, was wird drinnen sein? Wir machen jetzt die ultimative Wobbly-Live-Umfrage und fragen jetzt in die Wobblies, wann kommt das neue Update, was ist drin? Und am Ende werde ich höchstens vielleicht noch den Tom einmal fragen, vielleicht hat der die passende Antwort für mich. Leute, letzte Update, ihr wisst, kam der Arcade-Modus raus, da hatten wir ganz viel Spaß damit, da jetzt wird Zeit langsam für das Update und wir starten jetzt die Umfrage. So, sind wir schon die Ersten hier. Sorry, stört gerade beim Essen oder Trinken, moin. Yo, wisst ihr, wann das neue Wobbly-Live-Update kommt? Update? Ja, ich habe gehört, dass da irgendeine Rakete kommt, die zum Weltall fliegen soll oder so. Irgendwas Cooles. Okay, das habe ich auch schon mal gehört. Wisst ihr, was genau ist, in welchem Datum das Update kommt? Habt ihr da eine Ahnung von? Yo, Bro, da fragst du ja gerade die Richtigen. Zweimal sitzt hier gerade chillen, essen unsere Pizza und trinken unsere Drinks. Nein, Mann, keine Ahnung. Okay, da muss ich weitersuchen. Alright, die zweiten von nichts im Plan. War mir fast klar hier. Wie viele Wobbys sind denn hier heute hier drin? Die haben alle Zeit hier. Kurz mal Stopp, Leute. Ganz wichtig, wenn ihr coole Wobbly-Live-Video-Ideen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare mit rein oder kommt auf meinen Discord-Server und schreibt mir da einmal eine Nachricht für coole Wobbly-Live-Video-Ideen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit der Umfrage. Let's go! Wen fragen wir als nächstes? Guck mal, hier ist ein Dreiertisch. Guck mal, wir fragen mal einen Dreiertisch. Oh, guck mal, hier ist sogar ein Kinderstuhl. Ich habe gar nicht gesehen. Lol, hier ist ein Kinderstuhl. Soll ich da reinsetzen? Ah, setz mich da rein. Nee, nicht wirklich. Stell mich einfach auf. Ach du meine Nase. Guck dir mal diesen Typ auf diesen Kinderstuhl an. Was macht der denn da? Yo, Bro. Tut mir leid. Bisschen unhöflich von mir. Aber ich wollte einfach nur mal fragen, wann das neue Wobbly-Live-Update kommt. Und wie geht's euch erstmal? Als allererster Mal, vielen Dank für die Nachfrage. Uns geht's ganz gut. Vielen, vielen Dank. Jungs, Mädels, habt ihr im Plan, wann das Update kommt? Update? Yo, soll irgendwann kommen. Und du, hast du eine Ahnung? Ja, Rakete, Weltraum, Vollversion, das habe ich gehört. Ja. Und ich als Riesennase kann dir sagen, mein Freund, ich habe gar keinen Plan. Also hau jetzt mal ab hier, ich will in Ruhe essen mit meinen Kiddies. Hau mal ab jetzt, okay? Okay, ist ja gut, Mann. Ich wollte einfach nur fragen, was du das Update weißt. Manometer, hier, nimm den Stuhl weg, glücklich damit. Bam! Oh, ich gehe lieber weg. Tschüss, Leute. Okay. Leute, anscheinend hat hier keiner einen Plan von den Updates. Wir müssen Tom fahren, Leute. Tom hat bestimmt einen Plan und weiß bestimmt, wann das eine Update ungefähr rauskommt, was drin sein wird. Waren wir schon fast da, dass wir Tom fahren müssen. So, meine Freunde, wir fahren jetzt, wie gesagt, zu Tom, zu das Royal Band Games Gebäude und fragen gleichzeitig gleich mal Tom per Discord. Ich hoffe, der antwortet mir und dann sollten wir genug Infomaterial für das neue Update. Also wünscht mir Glück und euch natürlich auch, dass wir wissen, ja, wann das neue Update kommt. Leute, und nicht vergessen, schreibt mir eure coolen Wobbly Live-Video-Ideen gern unten in die Kommentare oder auf meinem Discord-Server. Eine coole Wobbly-Live-Video, die ihr habt, schreibt die einfach rein. Vielleicht wird sie umgesetzt, habt viel Spaß dabei und ihr seid nächstes Mal dabei. Also ran die Tasten, schreibt es in den Kommentar. Und wir gehen jetzt aber zu Tom. Das heißt, wir fahren jetzt hier einmal hoch. Bam. Gedrückt. Bam. 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 Hab's da drauf. Perfekt. So, und ich hoffe, dass jetzt Mr. Tom mir die richtige Antwort gibt. Da ist er schon als Bild aufgehangen. Hallo, hallo. Tom, es ist jetzt Zeit. Wir müssen reden über das neue Wobbly-Live-Update. Update? Ja, schreib mir mal kurz auf Discord, okay? Weil ich muss hier ein bisschen was machen. Schreib mir auf Discord, bitte, bitte. Okay, Tom, ich schreib dir auf Discord und wir switchen jetzt zum Discord auf dem Wobbly-Live-Server, meine Freunde. Weil jetzt kriegen wir die heilige Antwort. Wünsch mir Glück. Let's go. So, meine Freunde, sind es auf dem offiziellen Wobbly-Live Discord-Server. Dieses letzte Update kam am 30.03. Am 30.03. raus. Echt, das ist echt schon ziemlich lange, ne? Boah, wir reden hier von 5 Monaten, fast 6 Monaten. Das ist schon ziemlich hart. 6 Monate, kein Update. Egal. Ich habe meine Meinung in General Dev Talk geschrieben, einfach meine Gedanken zusammengefasst und Tom hat mir darauf geantwortet. Ich gehe jetzt zu meinem Beitrag, Leute, und lasst uns den zusammen einmal durchgehen und dann warten wir auf Tom seine Antwort. Let's go. So, meine Freunde, hier habe ich geschrieben, am 20.08. habe ich meine Gedanken zusammengefasst. Das ist ganz gleich in Deutsch. Tom hat mir unten geantwortet. Von da, meine Freunde, will jetzt erstmal meinen Input durch. Danach lesen wir uns Tom seine Antwort durch. Und lass uns gemeinsam gespannt sein, was uns in der Zukunft von Wobbly-Live erwartet. So, ich mache das Ganze mal Copy and Paste. So, meine Freunde, ich habe euch auch meinen Text direkt ins Deutsche übersetzt. Das heißt, liebe Entwickler,
Ob das 1.0 Version Update Space Elf rauskommt, war meine generelle Frage dazu. Sind jetzt schon weitere Updates für die Zukunft geplant, dass wir einfach mehr Content Wobby Life haben? Denn Wobby Life bietet derzeit wenig bis gar keine Ambition, das Spiel zu spielen, das einfach an Langzeitmotivation fehlt. Ich meine damit, wenn man wirklich alles durchgespielt hat, alle Secrets gelöst hat, dann hat man halt irgendwie wenig Ambitions Game zu zocken. Deswegen habe ich gefragt, ob da irgendwas in Planung ist, wo das Ganze auf jeden Fall mehr Spaß macht. Weil ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit dem Spiel, aber seit Anfang des Jahres kommt halt einfach sehr wenig Inhalt für Wobby Life. Es kommen keine Updates raus, so ist es ja auch. Die neuen Updates sind gut, man merkt, dass ihr euch viel Mühe gebt, aber vielleicht sollte man die Geheimnisse etwas härter machen. Das heißt, die neuen Updates mit den neuen Secrets waren ziemlich cool, waren coole Videoanimationen, aber hat mir einfach so ein bisschen der Reiz an Secret-Gefühl einfach ein bisschen zu easy teilweise, deswegen einfach ein bisschen schwerer, wäre auf jeden Fall geiler. Das heißt, dann generelle Frage, was ist die Langzeitmotivation, was ist dafür geplant? Und ich habe wirklich schon über 600 Stunden Gameplay Wobby Life auf dem Steam-Account und habe wirklich jede Art von Content gemacht. Das sind so meine allgemeinen Gedanken für die Wobby Life Entwickler, Wobby Life Devs. Und jetzt gucken wir uns mal Tom seine Antwort an. Let's go. Back to Discord. Wie gesagt, hier oben sind meine Gedanken. Habe ich einmal reingeschrieben. Es scrollen wir einmal runter. Er habe ich Heil Wille genannt. Er hat auf meinen Tweet geantwortet. Ihr seht es hier unten. Das heißt, hier steht es aber ähnlich. Ich würde das Ganze wieder einmal komplett kopieren und dann wieder DeepL-Übersetzer mit rein und dann gucken wir, was Tom uns geschrieben hat und hoffe, er hat gute Nachrichten für uns. Also, let's go. So, genau, ihr seht Leute, Tom hat mir geantwortet am 20.08. Und will das Ganze mit euch einfach mal teilen, damit ihr wisst, wo wir gerade stehen. Das heißt, der nämlich Hallo Wilde, Hallo Wilde Pommes. Was die Beendigung des Early Access 1.0 angeht, so sind wir noch lange nicht so weit. Mit jedem neuen Update haben wir etwas völlig Neues hinzugefügt und deshalb wollen wir uns für das nächste Update immer verbessern. Deshalb dauern die Updates auch so lange. Ja, das heißt, ihr seht schon, die 1.0, also aka Space Update, wird noch ein bisschen in weiter Ferne rücken, weil erst wenn die Vollversion rauskommt, haben sie gesagt, kommt das Space Update, aber lesen wir einmal weiter. Sie erwähnen künftige Inhalte nach der Veröffentlichung, dazu habe ich nicht viel zu sagen, aber ich werde sagen, ja, wir planen das Spiel mit 1.0 weiterzuführen. Wie das aussehen wird, kann ich nicht sagen, obwohl ich eine Idee habe, über die ich vielleicht eines Tages sprechen werde. Das heißt, auch wenn die Vollversion rauskommen sollte, sind sie trotzdem gewillt, Update zu machen, das ist auch super wichtig, weil sonst schläft einfach das Game ein und wir brauchen halt aktive Spieler, also ziemlich cool, macht da, scrollen wir mal runter. Ich vermute jedoch, dass wir irgendwann im nächsten Jahr oder im schlimmsten Fall im darauffolgenden Jahr aus dem Early Accesses aussteigen werden. Verlassen Sie sich aber nicht auf mein Wort. Ich habe mich in den letzten 2 bis 3 immer geirrt, da wir die Frist so oft geändert haben. Genau. Leute, es hieß ja letztes Jahr Sommer, also Sommer 2022 sollte die Vollversion rauskommen. Jetzt hieß es dieses Jahr Sommer 2023 soll die Vollversion rauskommen. Und jetzt habt ihr gesehen, es kann noch nicht 1 bis 2, 3 Jahre verschieben, aber die Vollversion kommt auf jeden Fall raus. Die Frage ist nur wann und bis dahin werden wir angeblich oder anscheinend kleine Updates bekommen. Ich bin allerdings bewusst, dass wir das Spiel in diesem Jahr nicht veraktualisiert haben und dafür gibt es einen guten Grund. Die Entwicklung des Spiels braucht zu viel Zeit. Ich kann bestätigen, dass wir ein Update in Arbeit haben, auf das wir uns sehr, sehr freuen. Das heißt, meine Freunde, Update ist in Arbeit. Wann es kommt, weiß ich nicht. Aber ihr seht, es ist was in Planung. Space Update noch in weiter Ferne leider. Aber ich hoffe, das kommt irgendwann, haben dann einfach ein volles Spiel. Bis jetzt ist das Spiel immer noch super cool. So, meine Wobby-Freunde, seid da einmal up to date, ihr wisst Bescheid, das heißt, neues Update kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr, Frage ist nur wann, ich schätze mal ganz schnell wieder ein Dezember, ein Winter-Update, wo wir ein bisschen was zu tun haben wieder, ich freue mich, die kommenden Updates, weiß nicht, wie es ausgeht, ich freue mich auf jedes Update in Wobby Life, nicht vergessen, Leute, wenn ihr coole Videoideen habt für Wobby Life, haut die gerne unten in die Kommentare mit rein und mein Discord-Channel, bitte rein damit, jede Videoidee kann umgesetzt werden, die ich cool finde, von daher, Leute, jede Idee ist willkommen. In diesem Sinne, lasst ein Abo und Like am Start, support den Kanal, teilt den Kanal gerne mit euren Freunden, guckt auch bei den anderen 2, 3 coolen Videos vorbei und dann bis nächste Woche rein, eure Wilde Pommes. Tschüss!